Ich habe einen Revolver. Kleiner Flex am Rande. Dann mal alle ab an die Arbeit. So Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Autobahn. So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Autobahn Polizeisimulator Nummer 2. Ja, was soll ich sagen? Der letzte Part kam so gut an, dass ich mich entschieden habe, mit diesem erstklassigen deutschen Polizist eine zweite Episode aufzunehmen. In der letzten Folge habe ich gemeinsam mit meinem Kollegen Hans die Fährte aufgenommen nach jemandem, der von einer Brücke Steine schmeißt. Ganz schlimm auf der Autobahn. Wir sind so weit gekommen, dass wir am Tatort Zigaretten gefunden haben, die es in dieser ganzen Region nur an einer Tanke gibt. Wahrscheinlich so filterlos, keine Ahnung was. Und ich würde sagen, wir zocken einfach weiter, denn ich bin super gespannt, wie es ausgeht. Hallöchen. Ist gerade reingekommen. Ein LKW ist gegen einen Brückenpfeiler gefahren und nun herrscht Einsturzgefahr. Fahrt dahin und sichert die Unfallstelle. Sind unterwegs. Alter. Sind unterwegs. Ich komme immer noch nicht darauf klar, wie der Typ aussieht. Okay. Alter, wie er reinflutscht. Ehre. So, Abfahrt. 12 Kilometer? Ich bin natürlich sehr gespannt. Ich weiß halt jetzt gar nicht, ob das Teil der Hauptmission ist oder nicht. Aber ich glaube nicht, ne? Ich meine, wenn er ein LKW gegen eine Brücke fährt, hat, glaube ich, nichts mit dem Typen... Na, wobei, vielleicht hat ja jemand von der Brücke was runtergeschmissen und dadurch ist der LKW gegen die Brücke gefahren. Beispielsweise ein Panzer. Er fährt halt einfach weiter. Ey, das war aber... Während des Spurwechsels schon geblinkt, du Affe. Ey, ey, wenn hier noch einer die Fahrspur wechselt, hier ist Rechtsfahrgebot. Hier ist Rechtsfahrgebot. Also, wenn hier noch einer während des Spurenwechsels blinkt, dann halt ich den an. Ey, jetzt reicht's. So, jetzt machen wir erstmal Alarm an. Der LKW-Fahrer hält jetzt an. Hallo! Halt an! Bye, have a great time! Der ist einfach reingehauen! Jetzt reicht's mir. Also, der überholt schon wieder, ohne zu blinken. Ich hab's von hier gesehen! Hans, notier das! Den mach ich fertig. Ah, das rote Fass. Das ist aber gefährlich. Kipp, kipp, kipp! Er denkt sich nur so, scheiße, die Bullen. Junge, halt an! Das war aber perfekt getroffen. Nein! Nein! Ich krieg dich irgendwann! So, Wagen 8 kann gerade nicht. Wagen 8 fährt Carrera. Ist echt wie auf einer Carrera-Strecke. Oh, 48. Chaos-Faktor. Faktor wieder normal. Los! Mach den Faktor wieder drinnen. Jawohl. Aus dem Weg! Das ist ja gestern nicht so gut gelaufen. Aber lass dich dadurch nicht entmutigen. Heute steht bislang nichts Besonderes an. Daher kannst du zunächst auf der Wache bleiben, bis du einen Einsatzbefehl von mir erhältst. So. Wo sind wir denn? 30 Meter. Warum bin ich hier? Hans, wart mal. Nicht wieder die Kiste zum Ruppeln bringen. So, moin. Ist gerade reingekommen. Ein LKW ist gegen einen Brückenpfeiler gefahren und nun herrscht... Sind unterwegs. Nö, ablehnen. So, Hans, Dieter, wir fahren durch. Nö, nö. Wofür ist die zweite Sirene? Generell mal. Leute, habe ich Polizisten als Zuschauer? Und wenn ja, erstmal vorweg, mache ich das hier grundlegend richtig? Und zweitens, wofür ist die Sirene die erste und wofür diese? Nein! Nein! Ist er das? Ja! Das ist er, ich schwöre. Kipp!
Scheiß drauf. Ich komm wieder, wenn ich keine Mission hab. Dann verhafte ich sie. So nice, dass man einfach in Deutschland unbegrenzt auf Autobahn lang jodeln kann. Darf. Mann, immer dieses Grundrauschen im Hintergrund. Haben wir Radio? Spandau 1. Was haben wir noch? Was ist das für ein geiler Sound? Was haben wir noch? Der ist ja lässig. Oh, der kommt. Ah, da fass ich aber durch. Oh mein Gott, ist der weggeflogen. Da ist glatt das Radio ausgegangen. Carrera. Das ist ja gestern nicht so gut gelaufen. Wagen 6, wir machen das. Danke, Wagen 6. Meldet euch bei der Einsatzleitung. Ja, ich würde gerne einen neuen Job annehmen, Alter. Ich helfe allen LKW-Fahrern, die gegen eine Brücke fahren. Ein LKW ist gegen einen Brückenpfeiler gefahren und nun herrscht Einsturzgefahr. Sind unterwegs. Sind unterwegs. Alter, Hauptsache, der LKW fährt auf der dritten Spur. Kleiner grüner Kaktus steht draußen am Balkon. Hollerin, hollerin, hollerin. Und wenn ein Bösewicht was Ungezogenes spricht, dann hole ich meinen Kaktus und der sticht, sticht, sticht. Boah, wann bin ich da? Da vorne kommt die Unfallstelle. An alle Einsatzkräfte. Au. Ein Fahrzeug ist an einer potenziellen Gefahrenstelle liegen geblieben. Wie ist denn der dagegen geballert? Hans, das schauen wir uns an. Pakete das Auto. Nee. Ich erledige die Personalienüberprüfung, bevor du mit den Leuten sprichst. Kümmer du dich in der Zwischenzeit doch schon mal um was anderes. Alter, Hans, hast du Schlaganfall? Ich habe die Personalien aufgenommen. Alles in Ordnung. Was war der Sinn davon? Kümmer du dich in der Zeit um was anderes. Ich habe die Personalien aufgenommen. Oh, da ist schon ganz schöner Stau, ne? Als erstes gehen wir in den Kofferraum. Und benutzen diese komischen Pümpel. Die hatte ich im Sportunterricht immer auf dem Kopf. So. Boah, Alter. Was war das denn? Kannst du es bitte nochmal machen? Als ob der die erstmal so durch seinen Schritt zieht. Hä? Wer hat die Animation gemacht und dachte sich danach so auf dem Kaffee? So, fertig, Chef! Hey, du Arschloch! Ich bin gleich fertig. So, fotografieren. Hans, grins mal. Sprich mit dem LKW-Fahrer. Hallo, was ist hier geschehen? So was Dummes. Dass mir das passieren muss. Oh Mann. Ganz ruhig. Es ist niemand zu Schaden gekommen. Also, atmen Sie tief durch und erklären Sie, wie es dazu gekommen ist. Warum zittern die alle? Während ich fahre, höre ich ein komisches Geräusch. Und sehe im Außenspiegel, wie ich Ladung verliere. Das hat mich so erschreckt, dass ich nicht nur voll in die Eisen gegangen bin, sondern auch das Lenkrad verrissen habe. Der neue Kollege hat bestimmt geschlampt. Sie wissen aber schon, dass Sie als Fahrer des Fahrzeugs letztlich für die Sicherheit der Ladung zuständig sind? Ja. Wir sind hier fertig. Sie und Ihr Arbeitgeber werden sicher noch Post wegen des Vorfalls bekommen, aber erholen Sie sich erstmal. Danke. Hä? Wie er ihn erstmal richtig zur Sau macht? Alter, der Typ ist gerade frontal gegen den Brückenpfahl gefahren und ist unverletzt und er judgt ihn übel durch.
Ja, aber Sie wissen schon, dass Sie hauptverantwortlich sind. Entferne Objekte. Ja, da muss ich mal die ganzen Umzugskartons hier wegräumen. Alle, hopp. Hier hin, wa? Eins. Geil auch, dass Hans hilft. Hans ist richtig useful. Geil. Ereignisreich. Ah, gut, dass du kommst. Ein LKW ist an einer ungünstigen Stelle liegen geblieben. Also dann, worauf warten wir noch? Boah, geht hier Schlag auf Schlag, ne? Abfahrt! So, jawohl, da sind wir. Alter, fließende Bewegung hier. Ich erledige die Personalienüberprüfung, bevor du mit den Leuten sprichst. Kümmer du dich in der Zwischenzeit doch schon mal um was anderes. Sprich mit dem Fahrer und schau auch in den Laderaum. Hallo. Wieso stehen Sie hier an der Autobahn? Hallo, die Zugmaschine will nicht mehr. Ich glaube, es ist was mit dem Motor nicht in Ordnung. Haben Sie den Pannendienst schon informiert? Ja, die müssten in wenigen Minuten hier sein. Dürfte ich mal einen Blick auf Ihre Ladung werfen? Wieso das denn? Naja, wenn es sein muss. Danke. R3 aktiviert deinen Polizeisinn. Wo sind wir hier bei Spider-Man? Oh, da sehe ich aber schon was Rotes. Was haben wir denn hier? Alter, zu wem spricht der? Schau mal, das sieht interessant aus. Was willst du mit dem Lappen? Na, ich höre auf meine Intuition. Jetzt bin ich gespannt. Mit Ihrer Ladung scheint alles in Ordnung zu sein, aber wir haben das hier an einer der Kisten gefunden. Ein Stück Stoff, na und? Das sah aus wie so ein rot kariertes Hemd. Das ist ein Stück Hemdstoff, und zwar ein ziemlich großes. Haben Sie vielleicht eine Idee, von wem das sein könnte? Ich? Nee, keine Ahnung. Kommt mir trotzdem komisch vor. Haben Sie etwas dagegen, wenn ich das behalte? Den Fetzen? Nee, bedienen Sie sich. Danke. Sehen Sie nur zu, dass Sie Ihren LKW hier wegbekommen. Er klingt auch so richtig deutsch. Wisst ihr, was ich meine? Er hier ist einfach ein Prachtdeutscher. Das ist nicht hier auf der Wiese, da mit der Mühle. Das ist einfach Deutschland in einem Bild. Das ist so gut. Erstmal fett rammen. Die Hauswand. Bumm! Alter, wieso? Ich hab was für euch. Der Steinwerfer ist wieder aktiv geworden. Und dieses Mal hat er einen Wagen erwischt. Alles klar, wir machen uns gleich auf den Weg. Beim nächsten Mal!